Morgen. Ja, heute soll es um Trost gehen und ich frage direkt, wo suchst du nach deinem Trost? Vielleicht war das noch nie ein Thema für dich, weil du überreich beschenkt bist. Vielleicht sagst du immer, dir geht's gut. Und du hast alle Dinge, die dir Freude schenken, die dich glücklich machen. Und du denkst vielleicht sogar, naja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Du hast alles, was du dir gewünscht hast, wo du für hart gearbeitet hast und denkst, diese Frage ist für dich uninteressant. Aber es gibt auch vielleicht Leute, die das Gegenteil erleben, die sagen, sie sind auch ihr Leben lang schon auf der Suche nach Trost und alles, was ihnen wert war, haben sie verloren. Pläne wurden durchkreuzt, Hoffnung zerbrochen, die Liebsten haben vielleicht den tiefsten Schmerz verursacht. Und wenn du das erlebt hast, dann denkst du vielleicht, für deine Situation gibt es keinen Trost. Und andere von uns sind vielleicht einfach überwältigt mit dem, was gerade in der Welt so passiert, wie Beziehungen zerbrechen, was im Leben passiert. Du möchtest Jesus nachfolgen, aber du fühlst einfach, dass deine Kraft geraubt wird ständig. Du erlebst wie Entmutigung, Sorge und du sehnst dich einfach nach Trost und Ruhe und Frieden. Und dann möchte ich sagen, egal in welcher Situation wir sind, wir alle müssen uns diese Frage stellen, wo unser Trost gegründet ist oder wo wir Trost suchen. Weil wir leben in einer zerbrochenen Welt, wo es Gefahr gibt, Enttäuschung, Sorgen, Tod. Und auch wenn es uns nicht trifft vielleicht, kann es uns auch doch so schnell einholen. Und da müssen wir wissen, wo unser Trost gegründet ist, damit wir uns nicht verirren. Und ich möchte einmal Zeit geben, dass du auch dir nochmal im Kopf vielleicht über ein paar Personen denkst oder vielleicht denkst du an dich selbst. Also wer denkst du braucht gerade Trost und du siehst vielleicht die Person sucht Trost in Dingen, die keinen Bestand haben oder vielleicht erlebst du selbst, dass du auf der Suche nach Trost bist und den Trost nicht findest. Und wie, ja, manche vielleicht haben einfach Selbstmitleid und suchen nach Bestätigung. Andere ziehen sich zurück in ihr Zimmer oder in eine Parallelwelt, in dem sie Serien schauen oder Computerspiele spielen oder was auch immer. Vielleicht ist auch Alkohol oder sonst was. Vielleicht rechtfertigst du deine Sünde dadurch, dass du dich nach Trost sehnst. Oder du kaufst einfach dir Sachen, damit du dich wieder glücklich machen kannst. Also was ist wahrer Trost? Ist es ein Gefühl, was uns, oder ist es etwas, was uns für einen Moment ein schönes Gefühl gibt? Oder ist es etwas, was unsere Situation verändert, sodass wir gar nicht das Verlangen nach Trost haben? Und mir ist bewusst, dass in dieser Predigt die ganzen Fragen auf die Frage des Leids und der Schwierigkeiten nicht beantwortet werden können. Aber es soll darum gehen, dass Gott unser tröstender Vater ist und dass wir zu ihm kommen können, bei ihm nach Trost suchen können. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr mit in den Text schaut. Ihr habt den Ausdruck wahrscheinlich bekommen. Und genau, also es ist 2. Korinther 1, Vers 1 bis 11, für die in der die Bibel aufschlagen. Genau, also wahrer Trost kann nur von Gott kommen oder nur Gott kann wahren Trost schenken. Und dann vielleicht sagen wir hier, naja, kann man das so sagen? Und wir müssen sagen, ja, es ist so. Nur Gott kann wahren Trost schenken. Also wenn wir Trost in Dingen suchen, die unseren Blick nicht zu Gott richten, dann hat das keinen Bestand. Und das wollte Paulus auch den Korinthern mitteilen. Wir lesen auch in 2. Korinther 11,
Vers 23 und weiter, da sagt Paulus, was er alles erleiden musste. Er hat Gefängnis erlebt, er war im Gefängnis, er hat Gefahren erlebt, er hat Hunger erlebt, er wurde geschlagen. Und nicht nur das, sondern sogar seine eigene Gemeinde, die er gegründet hat, hat ihm Sorge und Leid bereitet. Und trotzdem preist er Gott und hat die Kraft weiterzumachen. Aber hier soll es nicht darum gehen, was Paulus alles so geschafft hat und erlebt hat, sondern es soll darum gehen, wer Gott ist und wer Gott für uns ist. Also wir leben in einer zerbrochenen Welt und Jesus hat uns auch vorgewarnt, dass wir speziell auch für ihn leiden werden. Und lasst uns schauen, was Paulus gezeigt hat, wie er im Leid Trost gefunden hat. Paulus nennt Gott in Vers 3 den Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes. Also er ist der Gott, der uns in allerlei Bedrängnis, egal wie schlimm die ist, helfen kann. Also seine Bedrängnis war so groß, er sagt, dass sie dem Tod geweiht waren oder dass sie dachten, sie müssten sterben. Und nicht nur das, sondern sie war auch so unerträglich. Und vielleicht gibt es Leute, die das Gleiche erfahren, ob am Körper oder mental, dass sie einfach Leid zu tragen haben, das so unerträglich ist, dass sie vielleicht sogar denken, der Tod wäre eine Erlösung für sie. Aber selbst in solchen Situationen möchte Gott unser tröstender Vater sein. Also genau, egal wie schlimm die Situation ist, Gott möchte für uns Vater sein, so wie er für seinen Sohn Vater ist. Also so wie der Vater den Sohn geliebt hat und für ihn da war, so möchte er uns auch helfen. Aber wir verirren uns doch so oft in anderen Dingen. Wir bauen unsere Hoffnung auf Sachen, wir haben Erwartungen, aber oft denken wir nicht an Gott. Aber er möchte, dass wir loslassen, was uns ablenkt von ihm und ganz auf ihn vertrauen. Er möchte, dass wir uns nicht an seine Gaben klammern, sondern an ihn selbst und neu vertrauen und lernen, dass er unser Vater ist, der allein uns Trost geben kann. Und Paulus als Apostel, der ja eigentlich der berufen war, Gottes Rettung zu verkünden in der ganzen Welt oder zu den Heiden, er sagt in Vers 9, dass er selbst lernen musste, also dieses Leid musste er erleben, dass er selbst lernen musste, was es heißt, auf Gott zu vertrauen und nicht auf sich selbst. Und zu vertrauen, dass Gott der Gott ist, der die Toten auferweckt. Es ist so oft für uns, so einfach für uns, das zu sagen, ja, ich vertraue, dass Gott mich gerettet hat und retten wird, aber was heißt das praktisch in unserem Leben, wenn all unsere Hoffnung in uns selbst verschwindet? Ja, und Paulus erlebt, wie Gott ihn in der Situation zuerst an seinem Herzen was tut und hilft zu vertrauen, dass Gott ist, genau, der die Toten auferweckt. Also wie können wir darauf vertrauen, dass Gott uns diesen Trost schenkt? Heißt das, sobald wir beten, wird Gott uns vom Leid befreien und wir werden einfach das kriegen, was wir gebetet haben, dass Gott einfach ja, uns genau, von dem Leid befreit oder schenkt er uns einfach ein Gefühl, dass es uns wieder gut geht. Aber in Vers 5 steht, wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überreich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen. Also Paulus spricht hier von dem Trost, den wir empfangen, im Zusammenhang mit dem Leid. Also er sagt nicht, dass wir das Leid am eigenen Leib suchen müssen, dass wir irgendwie uns in
schwierigen Situationen bewusst reinbringen müssen, um Gott zu erleben. Nein, das sagt er nicht. Aber es gibt einen Zusammenhang und er nennt die Leiden des Christus. Aber was ist das? Das ist irgendwie so fremd für uns. Er ist doch ein für alle Mal gestorben, für uns auferstanden. Und davon profitieren wir. Aber Leiden des Christus, damit haben wir doch nichts zu tun. Aber wir erinnern uns, dass wo Paulus selbst noch die Gemeinde verfolgt hat, ist Jesus ihm begegnet und fragt ihn, Paulus, warum verfolgst du mich? In Apostelgeschichte 9, Vers 4, falls jemand das nachlesen möchte. Und Jesus identifiziert sich mit seinen Heiligen, mit denen, die ihm nachfolgen, und nennt das Leid, was sie ertragen müssen, sein eigenes Leid. Und Paulus ermutigt die Korinther, in der Bedrängnis das Leid gemeinsam zu tragen. Er sagt in Vers 6 und 7, dass gerade diese Bedrängnis, die Paulus und Timotheus und die anderen erlebt haben, gerade dazu gedient hat, dass die Korinther auch Mut bekommen haben, Jesus zu folgen. Und auch wenn die Trost bekommen haben, das hat auch denen gedient. Aber das, was Paulus, also das Leid, was Paulus erlebt hat, diente zum Guten der Korinther. Ja, damit sie selbst Mut haben, Gott zu folgen, treu zu sein und auch ihn als gnädigen, barmherzigen Vater kennenlernen. Also in den schwierigsten Situationen, die unerträglich sind, dürfen wir Gott vertrauen, dass er uns Kraft schenkt. Und deshalb sehen wir, dass Paulus das auch berichtet. Er sagt in Vers 8, dass er sie nicht in Unkenntnis lassen wollte, was er erlebt hat. Natürlich berichtet er von dem Leid, aber er sucht nicht nach einfach nur Mitleid, sondern er berichtet auch von dem, was Gott getan hat. Aber er behält es nicht alles für sich. Und gerade weil die Korinther Anteil hatten, sagt er in Vers 7, gerade deshalb haben sie auch Gottes Trost empfangen. Und das gilt auch für uns. Also wenn wir an den Leiden Christi Anteil haben, also egal ob wir selbst Leid erleben müssen oder es mit unseren Geschwistern mittragen, wir erfahren Gottes Trost und Barmherzigkeit und nicht nur so, dass es uns gerade so gut geht, aber Gott verspricht uns seinen Trost, dass der überfließt, sodass wir auch so viel Trost bekommen, dass wir anderen davon weitergeben können. Und das sehen wir ja auch an Paulus Leben, wie er seinen Trost weitergegeben hat an die Geschwister, die im Leid waren. Also Gott gibt uns überreich Trost und diesen Trost empfangen wir direkt von Gott. Egal, ob das durch sein Wort ist oder ob er uns Menschen schickt, die uns ermutigen, der Trost kommt immer von Gott, wenn er uns zu Gott führt. Also wie schenkt Gott diesen Trost? Sind es einfach nur Worte, die uns ein Gefühl geben, was dann wieder schnell verschwindet? Oder ist es die Situation, die sich verändert? Und wir müssen daran denken, dass es nicht einfach nur ein unbeständiges Gefühl ist, sondern dass es eine Hoffnung ist, die auf Gott baut und die Bestand hat und die uns auch dann tiefen Frieden und Trost gibt und auch unsere Gefühle beeinflusst, aber die gegründet sind auf Gott.
Ja, und also in solchen Situationen können wir Gott ganz neu erleben, wie er uns Trost schenkt, wie er für uns da ist und wie er uns in seiner Hand hält. Und wir kommen wieder darauf zurück, wenn wir vielleicht denken, wir haben ja nicht mit Leid zu tun, es betrifft uns nicht so sehr. Paulus möchte uns ermutigen, dieses Leid der Leute aus der Gemeinde oder das Leid Christi gemeinsam mitzutragen. Und auch wenn wir nicht Leid selbst an unserem Leib erleben, hat Gott uns versprochen, dass er uns auch von diesem Segen mitgeben wird. Dass wir erleben können, wie Gott unsere Herzen verändert, wie Gott Wunder tut in unserer Situation, dass wir neu auf ihn vertrauen können, dass wir neue Kraft schenken und Freude haben. Genau, und die Frage nochmal, wo suchst du dann beständigen Trost? Nur Gott kann diesen Trost schenken. Auch im unerträglichsten Leid. Er kann unsere Herzen zur Ruhe bringen und er zeigt sich uns als barmherziger und gnädiger Vater, auf den wir vertrauen können. Er hat uns diesen Trost versprochen, er hat uns diesen Trost versprochen im Zusammenhang mit dem Leid. Das heißt, wir müssen nicht von diesem Leid wegrennen, damit es uns gut geht, sondern wir müssen auf Gott schauen. Und er wird, wie in Paulus' Situation, zuerst Wunder an den Herzen tun, dass wir neu unser Vertrauen auf Gott setzen, aber dann im gleichen Sinne sieht Paulus neu, wie Gott ihm Gnade schenkt und in der Situation auch Wunder tut, dass er zum Beispiel wieder neu sein Leben als Geschenk Gottes gesehen hat. Genau, und so wie Paulus die Korinther ermutigt hat, das Leid mit ihm mitzutragen, so gilt das auch für uns, dass wir mit den Geschwistern das Leid mittragen und zu Gott kommen im Gebet, das vor Gott bringen. Aber auch wenn wir leiden, dass wir nicht uns zurückziehen und nach alternativen Trost suchen, sondern dass wir unseren Geschwistern mitteilen, womit wir Schwierigkeiten haben, dass wir dann gemeinsam Gott bitten können, dass er Wunder tut an unseren Herzen und dann auch in unserem Leben. Und eigentlich erzähle ich nicht so viel, ich wollte es nicht von mir erzählen. Jürgen hat mich gefragt, erzählst du auch was von dir? Ich so, weiß ich nicht, aber den Vers, den ich auch mit aufgedruckt habe, wo Paulus in Römer sagt, dass er den Glauben austauschen wollte mit den Geschwistern, um auch den Trost auszutauschen. Der hat mich ermutigt, mitzuteilen, was ich auch erleben durfte. Und zwar war es 2018, dass es so schwierig war in unserer Familie mit meiner Schwester, die ja mental krank ist. Und es einfach so eine krasse Last war, weil Pläne, die man sich selbst gemacht hat, werden durchkreuzt. Es zerrt einfach an jeder Ecke in den Beziehungen innerhalb der Familie. Man fühlt sich alleine, weil keiner das Problem versteht. Es gibt keine Antworten, weil nicht mal Ärzte eine Antwort haben. Und die Lösung, die Ärzte manchmal anbieten, vielleicht sogar noch schlimmer sind, als man sich wünscht, was sie tun würden. Und genau, da musste ich
Da musste ich neu auf Gott vertrauen lernen, dass Gott gnädig ist, dass er da ist, dass er weiß, was wir brauchen, dass er unsere Pläne hat für unser Leben, dass wir nicht selbst unsere Pläne durchführen können, sondern dass er uns lenkt, aber dass er auch da ist. Und wir hatten in der Zeit in der Gemeinde sehr viel dafür gebetet, und Gott hat wirklich Wunder getan an uns. Er hat uns so einen Frieden gegeben, und selbst die Gemeinde, die mitgebetet hat, hat auch davon profitiert zu sehen, was Gott getan hat. Und Gott hat immer wieder dann auch geholfen und Gnade geschenkt. Und im Nachhinein konnte ich diese Dinge mit klareren Augen sehen, dass sie von Gott direkt kommen und nicht aus unserer Weisheit oder sonst was oder aus unseren Errungenschaften, sondern aus dem, was Gott selber tut und wie er uns begnadigt. Genau, und ich möchte euch ermutigen, diesen Text zu Hause auch weiter durchzulesen und darüber nachzudenken, worin unser Trost gegründet ist und wo wir vielleicht mit unseren Geschwistern den Trost mittragen können. Vielleicht ermutigt dich das, zum Gebet in der Gemeinde zu kommen und mitzubeten. Es ist immer ein großer Segen zu hören, wie Gott auch wirkt und hilft. Und das ist eine gute Vorbereitung für uns, wirklich zu lernen, was es heißt, standhaft zu sein, auch wenn die schwierigsten Situationen auf uns kommen. Und ich möchte nochmal Vers 3 vorlesen. Ich lese aus der Schlachter. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeiten und Gott allen Trostes. Ich bete noch. Lieber Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen als barmherzigen Vater, der uns tröstet und der uns allein wahrhaftig trösten kann. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst zu sehen, wo wir unsere Hoffnung auf Dinge gebaut haben, die keinen Bestand haben, wo wir unsere Freude in Dingen suchen, die uns vielleicht sogar eher zerstören. Und hilf du uns neu, unsere Hoffnung auf dich zu setzen und unseren Trost bei dir zu finden. Hilf du uns, Herr, diesen Trost auch weitergeben zu geben an andere, die leiden. Hilf uns, aufmerksame Herzen zu haben, und sei du bei uns in dieser Woche, wenn wir herausgefordert sind. Hilf du uns, immer bei dir zu sein und unser Blick auf dich zu werfen. Amen.